schön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder zurück aus Istanbul vom Eurovision Dance Contest und Song Contest, Entschuldigung. Und heute, wir zeigen Ihnen noch einige Bilder aus Istanbul am heutigen Tage, denn wir konnten Ihnen letzte Woche aus Istanbul nicht alles zeigen, aus Zeitgründen. Wir haben noch mit Rapspor Köln-Mülheim gegen Fenerbahce Istanbul gespielt, gegen das Team von Christoph Daum, den neuen türkischen Meister. Das zeigen wir Ihnen gleich noch. Und wir haben Elton. Elton ins Hammam geschickt. Ja? Das ist so ein Laden, da wird man gewaschen einfach. Das war, ja. Und es wurde mal Zeit. In ein türkisches Hammam. Ja. Ja. Also, Sie haben es ja wahrscheinlich am Samstag verfolgt. Riesenerfolg in der ARD, glaube ich, über 11 Millionen Zuschauer. Und ich finde, Max hat es echt gut gemacht. Und ich habe nachher auch tröstende Worte für ihn gefunden. Ich habe gesagt, scher dich weg und lass dich hier nie wieder sehen. Nein, 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 das war doch nur ein Spaß. Nein, Max war gut, die Band war gut. Ich habe immer gesagt, der Song ist scheiße. Ja? Da haben wir uns gelegen haben. Wir haben alles gegeben und ich glaube, ich habe eine Theorie. Ich habe einen Mehrere-Punkte-Plan aufgestellt, wie Deutschland in Zukunft den Grand Prix wieder gewinnen kann. Wir müssen erstmal den Föderalismus auflösen. Ja? Das heißt also, Deutschland wird wieder in 16 einzelne Staaten unterteilt. Ja, das heißt, wir haben genug Nachbarn, ja, die uns helfen können, denen wir helfen können. Und dann heißt es vielleicht in ein paar Jahren, hallo, guten Abend aus Erfurt. Ja? And here are the results of the Thüringen Jury. Ja? One point goes to Hamburg. Ja? And 12 points go to our friends from Sachsen. Ja? In 20 Jahren ist es soweit. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg, wenn Klaus Meine, ja, von den Scorpions aus Hannover die Punkte vergibt und sagt dann, ja, hier ist Klaus Meine from Hannover in Lower Saxony. First of all, Saarbrücken, it was a wonderful show. Ja, ja, das wäre doch toll. Ja, meine Damen und Herren, und die Gewinnerin, die große Gewinnerin des Grand Prix Abends war die ukrainische Sängerin Ruslana mit ihrem Titel Wild Dance. Und ich zeige Ihnen noch mal einen Ausschnitt aus dem Siegertitel, meine Damen und Herren. Bitte schön. Ah, falscher Ausschnitt. Falscher Ausschnitt. Entschuldigung. Entschuldigung, falscher Ausschnitt. Hier ist der richtige Siegersong. Ruslana aus der Ukraine. Gute Nummer, oder? Ich finde, zu Recht gewonnen. Die meisten Punkte bekommen. Super Show. Fantastische. Und auch nette Leute. Wirklich nette Leute. Wir haben, die saßen ja direkt neben uns im Green Room an dem Tisch und haben uns nachher noch zum Saufen in ihre Höhle eingeladen. Ja, wir waren da noch bis, weiß ich was, 6 Uhr morgens und so. Also das Lied ist super, finde ich auch. Das ist ein einziger Kritikpunkt, den ich habe. Ich finde, Ruslana hat beim Singen zu lange die Augen offen gelassen. Ja? Meine persönliche Kritik. Dann Bosnien, auch einer unserer Favoriten. Bosnien ist auf Platz 9, knapp hinter uns gelandet. Ja, mit dem Sänger Dean, ein sehr freundlicher Zeitgeselle, der Zeitgenosse. Zeitgeselle, ist auch gut, oder? Zeit geht doch, passt doch. Ein sehr netter Zeitgeselle, ja. Gut, bei dem nächsten SPD-Parteitag, wenn der Parteivorsitzende ans Mikrofon tritt. Liebe Gesellen. Liebe Gesellinnen und Gesellen. Ja, also wir waren beim bosnischen Beitrag In the Disco, ja, ein Disco-Titel, der tierisch abgegangen ist und ein Riesenerfolg auch im Heimatland Bosnien-Herzegowina war. Und das sollten Sie sich unbedingt anschauen. Die Tanzperformance hat mir persönlich sehr gut gefallen. Guter Titel! Music, what I need. Er hat uns so einen starken CDs. Ja.
Der hat uns so einen Stapel CDs geschenkt, im Green Room noch, als die Veranstaltung noch lief. Ja, so einen Stapel schwarz kopierte CDs hat er uns geschenkt. Aus Bosnien mitgebracht, oder? Ich meine, war doch klar, 12 Punkte waren hier auf jeden Fall sicher, zumindest aus Köln 12 Punkte, ja, für Dean. Ich finde, die Performance war so gut. Moment. Ich fand die Performance so geil, ich habe ihm das später auch noch gesagt im Darkroom und wir sind dann. Ja, und dann sind wir in die Höhle von den Ukrainern gegangen. Und dann der Franzose, der hatte direkt die Garderobe neben uns. Den kannten wir ja schon die ganze Woche, weil immer hat der Franzose vor uns geübt. Ja, und der war ein bisschen klein geraten, der Franzose, von Natur aus schon. Ja. Und das wollte man kaschieren, indem man ihm eine Tänzerin zur Seite gestellt hat. Ja. Aber natürlich einen kapitalen Fehler gemacht, man hat sie auf Stelzen gestellt, schauen Sie hier. Toll, was man aus Baguette alles machen kann, oder? Riesenstelzen. Aschakepa. Frankreich, weniger Platz. Komm mal Zettel raus. Welcher Platz? Frankreich, welcher Platz? 15. 15. nur? Ach. Dann waren wir ja die besten Westeuropäer. Und dann Griechenland, ja, einer meiner absoluten, ja, Sakis Rouvas, Grieche? Aga, hola kala. Sakis Rouvas, shake, shake, shake it hieß der Song, oder wie der Grieche sagt, shake it, ja. Und das war so, ja, Ricky Martin gemixt mit Griechenland so ein bisschen. Auch immer den hier gemacht. Wuppa! Ja, und dann aber auch hier. Shake it amor, crazy for love. Auch so einen leichten griechischen Akzent im Englischen immer. Shake, 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 shake it amor, crazy for love, crazy for love. Ja? Und der hat. Seite rückwärts gemacht. Crazy for love, crazy for love. Aber diesen Hit. Jetzt schon ein Riesenhit in der Türkei. Das lief im Bazar, lief das wirklich an jeder Ecke. Kann man, shake it up, du wolltest handeln, weißt du? Und die ganze Zeit immer, shake, crazy for love, crazy for love. Und auf Platz 3, zu Recht, wie ich finde. Ja, ich hätte ihn auch ganz so. Ja, ist doch gut, wir wissen ja jetzt, dass wir da sind. Ja, und das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Schauen Sie, tolle Performance. Super, oder? Auch mal diese Geste. Sensationell, dann hat er nachher noch so das Jackett ausgezogen. Ja. Crazy for love. Wäre gelacht. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch könnten, oder? Komm mal her. Jetzt sieht man, ihr spielt jetzt die beiden Tänzerinnen und ich bin Sakis Rouvas. Sakis Rouvas aus Athen. Ihr müsst so ein bisschen auch so ein bisschen mit den Schultern wackeln. Genau, pass auf. So machen wir hier. Okay? Shake, 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 shake it amor. Crazy for love, crazy for love. Shake, 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 shake it amor. Jetzt müsst ihr so leicht vorbeugen. Crazy for love, shake, 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 shake it amor. Crazy for love, forever. Tricks, oder? Ganz schön fest reingesteckt, die Teile. So, ja, Punkte gab es dann einige. Wir haben sogar einmal 12 Punkte von unseren Freunden aus Spanien bekommen. Von unseren deutschen Freunden aus Spanien, muss man eigentlich sagen. Vielen Dank. Gracias. Gracias, Spanien. España. Gracias. War ein bisschen enttäuscht. Belgien hat uns keine Punkte gegeben. 0 Punkte aus Belgien. Merci, Monsieur de Poche. Ja? So. Ja, wir werden mal analysieren, wie sah das denn mit der Punktevergabe so aus. Schauen Sie sich das hier an. Istanbul am vergangenen Samstag um 0:05 Uhr. Der deutsche Kommentator verkündet das Endergebnis für Max.
Deutschland Achter. Das ist eine schöne Punktzahl mit 93 Punkten. Achter Platz für Max also. Das wollen wir uns doch mal genauer ansehen. Our 12 points go to Germany. Und gleich da schon mal muy, muy, muchas gracias für 12 Punkte aus Spanien. Euer Lied war aber auch total super. Im Sommer kommen wir euch dann als Dank auch alle wieder besuchen. Auch unsere Nachbarn aus den Bergen haben wieder mal bewiesen, dass sie echte Musikexperten sind. 10 Punkte aus Österreich und der Schweiz. Auch da sagen wir bis bald zum Sommerurlaub. Unsere Urlauber freuen sich schon. Frankreich auch, 7 Punkte, naja, wer auf sowas steht und uns 7 Punkte dafür gibt, muss unser Lied schon ganz schön mögen. Polen, 6 Punkte, ja, als kleiner Dankesgruß steht ein 7 Jahre alter Golf unabgeschlossen in Cottbus am Marktplatz. Keine 5 Minuten von der Grenze entfernt, okay. Danke auch an Monaco, danke Bobbele. Aber die 200 Handys mit automatischer Wahlwiederholung müssten wir schon zurückkriegen. So, liebe Skandinavier, wollt ihr im Sommer auch in den Süden? Ja? Dann fahrt mal schön außenrum. Für alle deutschen Staatsbürger ist die Ausreise nach Skandinavien untersagt für die nächsten 12 Jahre. Aber wir wollen ja nicht rummeckern. Herzlichen Glückwunsch nach Neandertal an die Ukraine. Wir freuen uns schon auf den Grand Prix nächstes Jahr in Kiew. Auf tolle Sendungen Kiew Total. Und echt ukrainisches Publikum. Wie es gelaufen ist. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung bei uns Elton, Joy Fleming. Sie sehen Rapspor, Köln-Mühlheim gegen Fenerbahce Istanbul, meine Damen und Herren. Und der Mann, der Fantastisches geleistet hat, ist gleich bei uns zu Gast. Max, also bleiben Sie dran. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der auch mit in Istanbul war und der dort vier Sehenswürdigkeiten für uns besucht hat. Und eine touristische Attraktion, nicht nur eine touristische Attraktion, sondern ja, ein türkisches Kulturgut. Elton war in einem Badebetrieb, in einem türkischen Badebetrieb. Dort braucht man sich nicht selber waschen, kann man sie waschen lassen. Ja? Und er erzählt uns jetzt mal, wie das war. Elton, bist du da? Da ist er! Elton, meine Damen und Herren! Sein. Ja. Was machen wir nächstes Jahr in der Ukraine? Ja, ich habe keine Ahnung. Nee. Sollen die Klitschkos sollen das moderieren irgendwas? Ja, wäre mein Vorschlag. Die beiden Klitschkos moderieren die Endausscheidung. Finde ich super. Nächstes Jahr in der Ukraine. Du warst in einem Hammam. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt schlimmer war. Da kann man sich ja waschen lassen. Ich weiß nicht jetzt, ob es für mich schlimmer war oder für den Typen, der mich gewaschen hat. Ja. Aber da geht es doch sehr radikal zu. Was heißt radikal? Ja, es wurde gesagt, es gibt so eine schöne Massage. Und da war ich erstmal enttäuscht, dass es keine Frau war, die mich dann massiert hat. Und wie mich denn der Knabe auch so angepackt hat, das hatte nichts mehr viel mit Massage zu tun. Eher was so mit griechisch-römisch Ringen sowas. Ach so, also doch schon härter. Ja, ja. Ich dachte jetzt, du meinst hier den Bosnier, der wieder in the Disco. Nee, der war zum Glück gerade nicht da. Ja, ja. Also es war schon hart und nicht entspannt. Aber das kann man vielleicht auch gleich sehen. Türkisches Kulturgut, türkische Geflogenheit, da geht der Türke auch selber hin. Oder ist das, haben Sie das nur wieder für die Touristen erfunden? Nein. Nee, da geht der Türke auch selber hin. Ich glaube, das war auch das älteste Hammam, was es da gibt. Da hat auch Sertab ihr Video gedreht. Und sämtliche Prominenz war schon mal da. Irgendwie hier Cameron Diaz zum Beispiel. Die hat sich da auch massieren lassen. Ja. Ich weiß nicht, die ist ja ein bisschen dürr. Ich weiß gar nicht, wie die das überlebt hat mit dem Knaben. Naja. Wir schauen uns das mal an. Ja. Ich bin sehr gespannt. Elton im Hammam.
Merhaba Nas, Hoşbulduk. Moin. Ja, aber das möchte ich nicht machen. Also doch, das ist ganz gut. Da werden die Knochen wieder eingerenkt. Also, Elton, das ist echt super. Danach fühlt sich wie neu geboren. Und dann einmal mit Seife nochmal alles abrubbeln und nochmal so eine Massage. Das nehmen wir, oder? Das Lux Osman des Helmsen. Na gut, wenn du das sagst. Ja, das nehmen wir. Wir suchen den Knochenbrecher für Elton. Das ist dein Masseur, Selatin. Ach, hallo. Und der ist total nett. Wie, keine Frau? Nein, keine Frau, aber der ist super. Oh. Ich sehe nichts mehr. Wie für einen Rock. Okay, let's get ready to rumble. Hallo? Aber es macht auch ein bisschen geil. Aber jetzt vorsichtig, hinten bin ich sehr empfindlich. Danke, Gülşah. Das tut gut. Da bricht mir die Rippen. Ja, am Hintern ruhig ein bisschen fester. Ja. Ich bin kein Pferd, aber. Ja. Ich glaube, Massage langt erstmal. Gehen wir mal eine Station weiter. Und wo jetzt hin? Das erinnert mich ein bisschen wieder an meine Kindheit damals, als einmal in der Woche Waschtag war. Und wir sind alle in einen Bottich reingeschmissen worden. Darf ich Mama sagen? Du musst ein Herz sein. Gut, gut, ja, ja. Aha. Das ging mir noch nicht so gut. Was ist das? Das haben wir ja.
Ich habe jetzt ein bisschen eine Phobie vom Waschen. Also wenn ich etwas rieche, dann tut es mir leid. Aber das machen die mit jedem so oder haben die bei dir extra hart gemacht? Ich glaube, das machen die tatsächlich mit jedem so. Okay, als ich ihn mit Wasser bespuckte, war er ein bisschen sauer noch. aber dieses Hauen immer hinten auf den Rücken, das ist normal, das machen die bei anderen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen. Ich verstehe nicht den Sinn. Ja. Es tut einfach nur weh. Ja, dann verstehe ich den Sinn. Ja. Ich glaube. Hier. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit in Istanbul, oder? Das ist wirklich eine tolle Stadt, das muss man wirklich sagen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich atemberaubend, die Lage und die Atmosphäre und so. Ja. Und wir haben ja auch in unserer Sendung im Wesentlichen türkische Gäste zu Gast gehabt aus Istanbul. Und dann schauen Sie mal bitte, was uns der Kulturminister der Türkei geschickt hat hier. Der das mal anhält. Hast du das gedacht? Ja. Für Herrn Stefan Raab, das Kultur- und Tourismusministerium der Republik Türkei bedankt sich bei Ihnen für das erfolgreiche Engagement für den Tourismus in der Türkei, verbunden mit dem Wunsch für weitere Erfolge. Erkan und Stefan, Mutlu, Minister, vom Minister persönlich. Ja, aber hallo. Kannst mal sehen. Müssen wir jetzt immer noch nett sein, obwohl wir weg sind? Nein. Aber es war super, oder? Nein, war wirklich gemacht. Schön, ja. Ja. Also, fahren Sie nach Istanbul, das lohnt sich. Das Hammam. Es ist, ja genau. Wirklich eine Reise wert. Ja, Elton, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Elton, meine Damen und Herren. So. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine Frau, die Sie natürlich schon kennen aus unserer SSDS-GPS-Jury. Und sie selbst hat 1975 auch beim Finale des Eurovision Song Contest, wie er heute heißt, mitgemacht. Begrüßen Sie recht herzlich Joy Fleming. Wieder. Ja. Guck mal. Was? Die Bleistiftnummer. Wie Bleistiftnummer? Die Bleistiftnummer. Weißt du, letztes Mal bei der Jury? Achso, kommst du mit der Hand auf den Boden? Bücken. Hast du abgenommen? Da hast du gesagt, das ist ja nicht nur das Bücken. Nee, du hast abgenommen, oder was? Ja. Wie viel? 1,5 Hosengröße. 10 Kilo. Achso. Ja. 10 Kilo. Was ist das für eine spezielle Diät? Ja, meine. Kriegst die Hälfte. Einfach nur die Hälfte essen? Nö, ich vergesse einfach. Ich muss allerdings dazu sagen, ich musste ja für den Max so viel Fernsehen und Rundfunk machen, dass ich nicht zum Essen kam. Hast du Interviews gegeben? Sehr viel. Hat mich über sehr viele Künstler aufgeregt, aber ich habe euch gut verteidigt. Ja. Hast du am Samstag geschaut? Ich habe geschaut, allerdings immer zwischenrein, weil ich hatte selber ein Gala. Ach so, du hast selbst gesungen. Ah, okay, und da hatten die auf meinen Wunsch eine riesengroße Leinwand aufgebaut. Ah, super. Und dann habe ich alle Leute aufgestachelt. Und als der Max dran war, bin ich natürlich rausgerannt. Ja. Habe mir angeguckt, ich war voll aufbegeistert. Und ich kann auch den 8. Platz, finde ich ganz toll, muss ich sagen. Ja? Ja, wir sind auch gar nicht... Aber wenn es nach mir gegangen wäre, sagen wir mal. Ich habe ja auch die Frau, die Sängerin aus Zypern gesehen, die 16-Jährige, die eine fantastische Stimme hatte. Denn die habe ich schon bei mir zu Hause in Hilsbach gesehen, 12 Beiträge. Habe ich ja gesehen schon vorab. Ja. Und da fiel mir die Kleine gleich auf. Die habe ich auch auf der Rechnung gehabt, vorne. Ja, und der Max natürlich. Aber als ich dann gemerkt habe, dass wir auf die Reeperbahn gehen, so auf Platz 1 zu,
da ist mir Angst geworden. Ich dachte, ich bin in so einem alten Neandertaler-Film, wo man die Leute frisst. Der hat nur noch so ein Ding gefällt. Also ich finde es so. Ich weiß nicht, von was für Kriterien die Leute ausgehen. Ja, aber das ist okay. Aber dann machen wir einen Dance-Contest. Aber machen wir einen Song-Contest. Aber die Ukrainerin sah doch dufte aus. Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Für mich geht es in erster Linie darum, Song-Contest. Das heißt, weißt du, wir rotteln uns hier ab, suchen den tollsten Sänger hier aus. Aber ich finde, dann kommt hier Genghis Khan angeblieben. Mein Siegel ist ja einfach passé, oder? Ja, wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Und nach der Werbung sehen Sie auch das Spitzenspiel Rapsburg Köln-Mülheim gegen den türkischen Meister Fenerbahçe unter der Leitung von Christoph Daum. Und Max ist gleich bei uns zu Gast. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin aber auch ein Lob an dich. Ich bin in Istanbul auch ein Lob an dich losgeworden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich bin auf der Pressekonferenz gefragt worden, welches ich für den besten deutschen Beitrag der vergangenen Jahre beim Grand Prix halte. Und da habe ich hier deinen Titel von 75, Ein Lied kann eine Brücke sein, zum Besten gegeben. Das und ich wurde mit viel Beifall von den Journalisten dort auch angenommen. Aber ich habe mir überlegt, Stefan, weißt du, was ich mir überlegt habe? Um das Ganze mal hier abzuwickeln mit Grand Prix, generell für alle Zeiten für Deutschland. Oh, du scheinst nächstes sauer Jahr, zu sein. Nächstes Jahr gehen wir beide. Im Rokoko-Kleid, du im Rokoko-Kostüm, machen ein Düt, gehen dahin und sagen, so, machen wir das, oder? Wir zwei. Dann räumen wir mir alles ab. Alles, alles. Alles räumen wir ab. Okay? Okay? Vielleicht sollten wir es noch. Vielleicht. Ja. Vielleicht sollten wir es noch um ein Jahr verschieben, weil da musst du ja überlegen, wir müssen dann nehme ich noch ein bisschen ab und kann sowas anziehen mit so einem Korsett. Ja, ziehen wir dir so ein Lederteil an. Dann wäre ich ganz schlank, so. Ja. Oder wir machen so eine automatische Nummer. Ja, wir müssen das machen, wenn es wo stattfindet, wo man auch hin will, weißt du? Oder möchtest du eine Woche in Kiew rumlegen? So kalt, so Also muss ja auch irgendwie vielleicht irgendwo... Muss ja auch ein bisschen schön warm sein für so ein Kostüm. Ja, irgendwie, wenn es in Monaco stattfindet oder zum so. Zum Beispiel. Ja, gut, dann jetzt machen wir die nächsten 10 Jahre findest du ja eher... Aber warte nicht so lange, sonst habe ich keine Zähne mehr im Mund. Diese Beine. Egal, dann kriegst du ein Kehlkopfmikrofon oder sowas. Ja? Ist ja kein Problem. Gibt ja alles. Und der Speicher. Kann man speichern. Genau. Hm? So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt der junge Mann, der sich für Sie ins Zeug gelegt hat und neben seinen harten Abiturprüfungen auch noch die nervliche Belastung und den großen medialen Druck ertragen musste und ich finde, einen fantastischen Job gemacht hat am Samstag in Istanbul. Hier ist Max! Danke, vielen Dank, vielen Dank. Ja, das war, ehrlich gesagt, du hast meinen persönlichen Respekt, hast du sowieso, das weißt du ja. Also, als ich selber das erste Mal aufgetreten bin beim Grand Prix, das war wirklich sehr aufregend und da war ich ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Ja, genau. Wie hast du es empfunden?
extrem überwältigend, weil irgendwie, wenn man sich nicht so arg damit beschäftigt, und das habe ich ja in den Jahren davor auch gemacht, also eben mich nicht damit beschäftigt, da weiß man, das sollte gar kein Witz sein. Nein, aber da war das irgendwie, wenn man das dann mal sieht, was da für ein Aufwand dahinter steckt, wenn 36 Länder sich da bewerben und Tausende von Mitarbeitern und Sicherheitskräfte und was da alles gemacht wird, das ist echt beeindruckend. Ja, das war wirklich, wir hatten immer so 10 Security-Leute vom türkischen Staatsschutz, die uns immer vom Hotel zur Halle den Weg freigeschossen haben. Und ich hatte ja die in so einem Fiat, weiß nicht was, was war denn das für ein Modell? Was? Fiat Duplo, ja, irgendwie sowas. Oder Snickers oder so. Jedenfalls sind die vor uns hergefahren und haben immer so eine billige Polizei, so eine Leuchte zum Draufkleben aufs Auto gehabt. Wir standen aber genau wie alle anderen trotzdem 3 Stunden im Stau. Ja? Statt die mal irgendwie aus der Kiste aussteigen und die anderen Wagen da wegballern, ja, aber nichts, ganz langsam vorhergefahren. Ja, du hast gesehen, in Deutschland haben ja fast 12 Millionen Leute die Veranstaltung geguckt. Und auf der Reeperbahn waren 20.000, dann bei den ProSieben-Partys nochmal 40.000. Das heißt, in unserem Ort, wo ganz wenig Einwohner wohnen, gab es 5.000 Leute auf der Fußgängerzone. Also das war schon extrem. Und in dem, aus dem Ort, aus dem ich komme, waren 5-mal so viele Leute, als überhaupt da wohnen. Ja, ehrlich. Sensationell. Wo kamen die, aus welchen Löchern kamen die denn rausgekommen? Ja, aus dem Erdreich. Ja, das war schon krass. Auf dem Friedhof öffneten sich die Särge. Und dann alle. wie bei Thriller. Ja, sind alle nochmal. Ja, im Schwarzwald weiß man ja nie, was da so passiert. Ich habe mir mal überlegt, Max, also besser hätte man es nicht machen können, Joy, oder? Wir haben alles gegeben, aber ich, ja, vielleicht ein kleiner Vorschlag, ja, fürs nächste Mal. Ich will dich zu nichts zwingen, Max, ja. Aber guck mal, ich habe mal was kreieren lassen. Wie wär's denn vielleicht beim nächsten Mal so, ja? Nein! Ja. Ja. Das wäre vielleicht Platz 1 geworden. Steht mir. Ja. Oder so, vielleicht eine gute Variation für in der Disco. Nee. Der war aber nett, oder? Ja, der war sehr freundlich. Ja, der hat uns ganz viele CDs. Das ist immer wichtig, dass sie freundlich sind. Oder hier wie die, oder ein bisschen wie die Tante aus Rumänien. Guck mal, das hätten wir auch. Ja. Man muss hier einfach. Was die jetzt hier machen, Max. Nein, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf Singen, oder? Wir basteln jetzt mal ein Album und dann gucken wir mal im Herbst, was dabei rauskommt. Ja. Wir haben aber auch noch Fußball gespielt, Joy. Und zwar, Max haben wir nicht mitspielen lassen, weil Max hat mal Angst, dass er sich die Haxen bricht. Und dann hätte er ja nicht mehr sitzen können. Deswegen war er nur als Zuschauer mit dabei. Ja. Und dann, oh nein. Und dann haben wir in Istanbul haben wir dann Christoph Daum und seinen Mann besucht auf dem Trainingsgelände von Fenerbahce Istanbul und haben mit unserem Team von Rapspor Köln-Mülheim ein heißes Match geliefert. Schauen Sie sich das bitte an. So, heute sind wir zu Gast hier bei Fenerbahce Istanbul, die gerade türkischer Meister geworden sind mit ihrem Cheftrainer Christoph Daum. Und wir haben heute die Ehre, gegen eine Auswahl von Fenerbahce spielen zu dürfen mit unserem TV-Total-Team. Und ich habe dem Herrn Daum schon gesagt, warm anziehen. Christoph Daum, der Meistertrainer von Fenerbahce Istanbul, gibt der Mannschaft eine Chance, die die türkische Liga die gesamte Saison vergessen hatte. Rapspor Mülheim. Wer ist die wirkliche Nummer 1 im türkischen Fußball? Der Meistertrainer Daum begleitet Rapspor Mülheim persönlich in die Umkleide, denn er weiß, nur die besten Voraussetzungen garantieren einen fairen Wettkampf um den wahren Champion im türkischen Fußball. Gut, dann sagen Sie Ihren Spielern, die sollen sich warm anziehen. Das machen wir, ja. Es käme der Fabelsturm. Ja, also wir muss man aufpassen, Sie die Türken, wenn man so, treten die mal gerne, oder? Wenn wir zurückliegen, schon. Okay. Und damit war der Weg frei zum Duell des Jahres. Höher dotiert als die Champions League. Bedeutender als die Weltmeisterschaft.
Fenerbahçe Istanbul gegen Rapspor Mülheim. Chef, alle manche. Ja? Alle manche. Rapspor Mülheim, eine Truppe hochbezahlter Millionäre, die nur im Ausland spielt. Gameboy. Gitarre. Oder Trommel. Fenerbahçe Istanbul. Hochbezahlte Millionäre, die sich nicht einmal mehr selbst die Haare gelen. Wimpel? Erstmal Wimpeltausch, oder? Hier. Fenerbahçe gegen Rapspor. Okay, okay. Vorbeigehen. Der Anstoß des mit Spannung erwarteten Endspiels im ausverkauften Döner-Kebab-Stadion um 16 Uhr. Ein fantastischer Pass gleich zu Anfang. Fenerbahçe hat keine Gelegenheit, an diesen Ball zu kommen. Der Spielaufbau bei Rapspor Mülheim aus dem Lehrbuch. Aus dem Hinterhalt, Raab könnte schießen. Kleines, dickes Elten zieht ab, setzt nach. Oh. Hey, komm, jetzt wieder alle wieder zurück. Das kann keine Spielen bleiben. Wieder Ordnung herstellen. So reagiert ein Meistertrainer, dem der Arsch auf Grundeis geht. Aber die Spieler können die Anweisungen des Trainers nicht umsetzen. Das Leder plumpst lustlos auf die Brust und wird total ins Netz vertändelt. Sowas kann man natürlich nicht als Tor zählen. Für die Mannschaft von Christoph Daum ging es immer schlimmer weiter. Pausenloses Querspiel. Und wenn doch mal einer draufhielt. Kuckuck. Klar, dass jetzt in der Theaterkiste gewühlt wurde. Die Schwalbe wurde Herr auf dem Platz. Der anschließende Elfmeter brachte leider nichts ein. Nach über 3 Minuten gingen beide Mannschaften in die Pause. Rapspor Mülheim ohne irgendein Anzeichen der Ermüdung. Nur 2:0 gegen so eine Truppe wie uns, ist ja eher ein Armutszeugnis für Sie, oder? Nein, das ist absolut die hohe Schule des Profifußballs. Wir können nicht sofort alles hier zeigen und gehen und uns ausbauen. Da kommt ja auf einmal irgendwelche Sachen in der zweiten Halbzeit. Nee. Aber beim Singen der Nationalhymne haben wir eindeutig gewonnen, oder? Was die Deutsche anbelangt, ja. Das letzte Lachen des Fenerbahçe-Trainers an diesem Nachmittag. Okay, seid ihr wieder so weit? Zweite Halbzeit wird eng. Zweite Truppe? Zweite Truppe? Was heißt das denn? Alles frische Leute? Selbstverständlich. Wir bringen alles frische Leute. Wer es braucht, bitte sehr. Mit der sportlichen Fairness-Geste kommentiert der Spielertrainer von Rapspor Mülheim die Regelausweitung. Doch die vermeintlichen Underdogs werden immer stärker. Jetzt geht man wieder zur Sache. Zur Sache geht Günnes, der den Kapitän von Rapspor Mülheim aufs Hässlichste von den Beinen holt. Die Situation eskaliert. Auch kleines, dickes Elten wird von den Tataren hinterhältigst gefoult. Endlich der Elfmeter. Fehlanzeige. Stattdessen knüppelte Fenerbahçe jetzt alles weg, was nicht schnell genug vom Platz war. Dann endlich doch der überfällige Elfmeter. Schön angetäuscht. Und unhaltbar zimmert der Kapitän von Rapspor Mülheim das Leder ins obere Eck. Torwart Gülderin ohne Chance. Der Gegenzug. Pass auf Günnes. Nee, habe ich nicht drin gesehen. Stattdessen wieder Rapspor. Und wieder ist das Ding drin. Damit war wohl alles gelaufen. Obwohl er sich hinterher irgendwie anders anhörte. Ja, ein knapper Sieg für Fenerbahçe und Christoph Daum. Ist nochmal eng geworden zum Schluss. Ich habe Ihnen die Anspannung angemerkt. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Ja, man sieht, das ist wirklich eine reine Nervensache. Ja. Aber ihr habt uns alles abverlangt. Und ich muss sagen, dann hast du auch ein super Gefühl, wenn du so ein Ding da gewonnen hast. Wenn du weißt, du hast alles gegeben. Wirklich, ja, ja, natürlich. Ja. Wir sehen uns heute Abend in der Sendung. Ja. Ich hoffe, Sie sind bis dahin wieder fit. Yeah! Auch da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, oder? Ja. Stefan, ich möchte noch ganz kurz noch was sagen. Und zwar, ich möchte mich bei allen ganz recht herzlich bedanken, die ich vorm Fernsehen gesehen habe und die mir nette Fragen geschickt haben und nette Fragen gestellt haben. Und man hat ein super Feedback von Deutschland gekriegt. Also ihr seid echt super Publikum. So,
es gäbe noch so viel. Joy, nächstes Mal. So, ja, meine Damen und Herren, es gibt noch, du hast ja diese Woche noch Abi-Prüfung, das heißt, für dich geht es ja schon mal wieder stressig weiter. Am Ende der Woche. Ja, es gibt noch so viel zu erzählen, obwohl, wir könnten noch rüber zu Anke gehen. Okay. Anke, das neue Show läuft doch, gehen wir einfach gleich rüber? Sagen wir gar nicht, dass wir kommen, gehen wir einfach rein, sagen wir, wir wären nicht fertig geworden, okay, wir müssen noch was sagen. Ja, wir finden nämlich direkt hier um die Ecke im Studio nebenan statt. So, ich sehe, wir müssen Schluss machen, wir gehen gleich zu Anke. Und jetzt kommt bei uns hier bei ProSieben kommt Kalkofes Mattscheibe. Und morgen bei uns zu Gast unter anderem Janine Reinhardt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Dankeschön.